Überhaupt nicht. Und zwar ist das so, dass Gott sei Dank durch die verbesserte Medizin und der modernen Gerätschaften und Techniken, die wir haben, ist das so, dass man die Organfunktion unter Narkose sehr gut überwachen kann. Das heißt, sie werden individualisiert betreut und behandelt. Und der Anästhesist hat dann die Möglichkeit, sehr schnell auf Komplikationen zu reagieren, so dass man schon von einer sicheren Narkose oder von Narkose sprechen kann. Ja, vielen Dank für diese Frage. Und zwar ist das so, dass viele Patienten tatsächlich von Regionalanästhesieverfahren profitieren. Das heißt, wenn sie zum Beispiel sich den Unterarm brechen, dann müssen sie jetzt nicht zwangsläufig eine Vollnarkose bekommen, sondern man kann ja lokal den Arm betäuben und ihnen somit eine Vollnarkose ersparen. Ja, genauso sieht das aus, wenn sie zum Beispiel die untere Extremität verletzen. Da kann man auch mittels Spinalanästhesie, aber auch Regionalverfahren gewisse Körperteile betäuben und somit die Vollnarkose vermeiden. So genau sieht es aus, zum Beispiel auch wenn Sie die Schulter verletzen. Da gibt es auch Regionalverfahren, die sehr hilfreich sind. So, das wären so die gängigsten Alternativen zur Vollnarkose. Also in der Regel ist es so, dass die Narkosemittel so dosiert werden, dass am Ende der OP, wenn wir die Zufuhr quasi einstellen, die Zufuhr der Medikation, kommt es dazu, dass dadurch, dass das Substanzen sind, die nicht so lang wirksam sind, dass sie rasch aufwachen. Es kommt sicherlich auf die Substanzen drauf an. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass sie in der Regel so circa zwischen 5 bis 20, 25 Minuten Zeit brauchen, bis sie so richtig wach sind oder zumindest erweckbar.